So, willkommen zurück. Ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt gleich mal weiter. Wir sind jetzt gerade bei der Lumpengräfin. Oh nein, das ist nichts Schönes. Nur Müll. Müll, 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 Müll. Wirklich alles. Müll, 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 Müll. Ja, Müll. Ich würde vorschlagen, weil ich da gerade was gesehen habe vorhin. Eine Rune. Jawohl. Sei vorsichtig, Corvo. Sie nennen sie Lumpengräfin. Du würdest ihren wahren Namen oder den ihrer Familie nicht kennen. Aber ein Kaiser bettelte einst um ihre Hand, während reiche Jünglinge um ihre Gunst kämpften. Ich sah, wie sie sie prüfte, ihren Wert abschätzte, für nicht gut genug befand. Dann traf sie eine andere Entscheidung. Du bist unterwegs, um dich mit dem Oberaufseher zu treffen. Dem Anführer eines großen Kultes, der mich von ganzem Herzen verachtet. Was wirst du tun, frage ich mich. Was werden wir tun? Was werden wir tun? Was werden wir tun? Keine Ahnung. Ah, wir können neue Kraft. Neue Kraft, neue Kraft. Drei Runen kostet das. Vitalität. Gesundheit erhöht sich. Okay. Ich würde sagen, sparen wir mal. Sparen wir mal die Rune auf. Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Die waren immer schon links. Nie hörst du zu. Okay. Mach auf, Großmutter. Ja, gleich machen wir auf. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Futter. Glas. Urne. Ah, oh, oh. Eine Urne bringt Geld. Großmutter. Wir verschwenden unsere Zeit. Wie viel kann sie schon haben? Sie verdient ihr Geld im Müll. Lass uns halt trinken. Meine Kehle ist so trocken wie eine Wüste. Hat 80 Jahre gewühlt. Die muss was gefunden haben. Was du auch hast. Blackjaw kriegt seinen Teil. Nichts Persönliches. Bottle Street Regeln. Wer kämpft jetzt wie Scheiße, ha? Hä? Okay, lass mal das. Traurig. Oh, mein Lieber, ich wusste, dass du mir mit diesen ungehobelten Rabauken helfen würdest. Mein tapferer Held. Hör zu, ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich. Okay. Ich bekam es vom Outsider und jetzt gebe ich es dir. Nur zu, es ist oben, auf der Kommode. Du wirst damit deine feine Figur schnitzen. Weißt du noch, wie wir früher tanzten? Unsere Feiern waren großartiger als die im Hause Boyle. Jeder wollte eine Einladung. Okay, ein Geburtstagsgeschenk sage ich sicher nicht nein, ne? Wenn ich ein Vöglein wäre, würde ich das essen wollen. Ja, Geburtstagsgeschenk. Oh yeah! Ich hoffe, dir gefällt das kleine Geschenk, das ich dir geholt habe. Das ist das Mindeste, was ich dir für deine Hilfe geben kann. Ich kann diese Bottle Street Kinder nicht ausstehen. Rohlinge, jeder von ihnen. Faules Obst. Und dieser Slackjaw ist der schlimmste von allen. Da fällt mir ein, du kannst noch etwas für mich tun. Noch einen Gefallen. Und ich gebe dir noch ein Geschenk. Noch eine hübsche Rune, aus den Knochen eines toten Wals geschnitzt. Du erinnerst dich an meinen Arzt, mein Lieber? Dr. Galvani. Was für ein schlauer Mann. Er hat alle möglichen Ratteninnereien und Krankheitserreger in seinem Labor. Wäre es nicht schade, wenn etwas davon in die Elixiervorräte der Bottle Street Gang gelangen würde? Verdient hätten sie's. Kümmere dich darum, Lieber. Ich finde noch ein Geschenk, so schön wie das erste. Galvani wohnt auf dem Clavering Boulevard, jedenfalls früher. Das waren noch Zeiten. Und jetzt los. Meine kleinen Vögelchen haben Hunger.
meine Schätzchen. So, jetzt. Du musst gehen. Aufgaben, neutrale. Ach, ihn, okay, okay. Überwinde die Lichtwand, optional. Okay, okay. Sonst kommen sie nicht. Ich fühle, wie ein großes Zeitalter zu Ende geht. Achtung, Bürger von Dunwall. Bitte machen Sie den Weg frei, wenn sich Ihnen ein motorisiertes Fahrzeug oder ein Stelzenläufer im Staatsdienst nähert. Diese Fahrzeuge werden weder Ihre Geschwindigkeit drosseln noch anhalten, wenn Ihnen Bürger im Weg stehen. Sie haben es nicht gecheckt. Yay! Okay, darunter sollte ich jetzt definitiv nicht fallen. Die warten ja schon auf mich. Ich weiß, ich bin so lecker. Und? Aktiviert? Wonach sieht's denn aus? Kannst mich mal, Hayburn. Na los, wirf endlich die verdammte Ratte. Immer wieder gut. Sag mal. Mich jemand gesehen? Schaut nichts aus. Zu dem Wasser! Er könnte wiederkommen! Umzingelt ihn! Umzingelt ihn! Für die Wache! Oh oh. Umzingelt ihn! Kommt sie. Au! Ey! Das ist fies! Umzingelt ihn! Umzingelt ihn! Da bist du her! Umzingelt ihn! Umzingelt ihn! Mach die fertig! Unglaublich, er ist weg! Jetzt hab ich deine Elixierration kaufen. Du bist so ein Hitzkopf. Na los! Moment mal, wer ist denn da? Attentäter, Hilfe! Okay, das war jetzt ein bisschen geschummelt. Eieiei. Nehmen wir mal ein Elixier. Hallo Martin. Angeblich fällt einem am zweiten Tag die Haut ab. Stimmt das? Oder ist der Juckreiz das Schlimmste? Oder die Ratten? Jasper, wie ja, ganz da ist. Ist gar nicht so schlecht hier drin. Ich fand es nur ihre Frau. Ha, sie lassen sich nicht so leicht Angst machen, Respekt. Das wird schon noch. Betäuberbolzen. Rechte Maus, das war das nicht. Okay. Corvo, ich bin es. Aufseher Martin. Was für ein Anblick Sie in der Maske bieten. Ich weiß, wer Sie sind und was Sie wollen. Und ich kann helfen.
Befreien Sie mich und ich spendiere Ihnen in ein paar Tagen einen Drink. Beim großen Nichts. Ich spendiere Ihnen 100 Drinks. Ich leide unter schlechter Durchblutung und habe meine Handschuhe vergessen. Es wäre nett, wenn Sie mich freilassen oder mir wenigstens etwas Feuerholz bringen könnten. Verstecken wir ihn nun mal zuerst. Man weiß, die feine Steinmetzarbeit von Dunwoods Pflasterstein ist dann zu schätzen, wenn man tagelang darüber gehangen hat. Fühlt sich gut an, wieder gerade zu stehen. Vielen Dank, Corvo. Gern geschehen. Ihre Mission hier und heute ist äußerst wichtig. Wir müssen Emily finden und Campbell töten. Und zwar schnell. Wenn er tot ist, durchsuchen Sie ihn nach seinem berüchtigten schwarzen Tagebuch und dann verschwinden Sie. Campbell trifft sich mit einer Wache namens Kernow, die er meinen Informationen zufolge vergiften will. Vielleicht können Sie das zu Ihrem Vorteil nutzen. Ich kann hier nichts mehr ausrichten, also werde ich mich zum Houndpits Pub begeben. Wenn ich den Schiffer Samuel sehe, sage ich ihm, er soll im Hinterhof auf Sie warten, hinter dem Büro des Oberaufsehers. Mögen alle Geister sie leiten und möge der Kopf unseres Gegners zu Boden fallen, ohne dass sie Schaden nehmen. Jupp, danke schön. Ach, hey, wie kommen wir da nur rüber? Zack. Ah, damn you. Ich las just in den Archiven vom Zeichen des Ketzers. Es klang schmerzhaft. Haben Sie je das Ritual gesehen? Ich habe es niemals zur Anwendung kommen sehen. Nein, es ist sehr selten. Aber ich sah eins jemanden, der das Zeichen trug. Ein ehemaliges unseres Ordens, versteht sich. Auf einer Klausur passiert es immer. Wo sind denn da die Typen überhaupt? Was hat die Wachen? Schauen aus, als wären es nur drei Typen, oder? Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? In der Tat, das glaube ich. Frage, wie überliste ich die zwei jetzt? Wer kommt her? Okay, den haben wir schon mal. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Video jetzt dann auch so hören wird, aber mir kommt es vor, als hätte ich da jetzt gerade ein paar Soundbugs drinnen. Echt eigenartig. Steht denn da überhaupt noch einer? Wie es ausschaut, hätte ich jetzt alle, ja?
Geh weg! Geh weg! Dammit! Jetzt geht er weg. Auf Whisky und Zigarren treffen? In der Tat, das glaub ich. Spiel auf deine Art. Alternative Wege. Okay. Ach, das gefällt mir so in dem Spiel. Den habe ich gerade bestohlen. Ist das geil. Was ist da? Ach so, ist nur Wasser. Klettern, 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 klettern. Springen. Ah, Luft scheint rein zu sein. Ah, bleiben wir noch da. Denn wir haben da noch nicht alles gesehen. Ich glaube, das ist ohnehin jetzt da, das Gebäude jetzt. Zu den Zwingern. Ja, gehen wir mal zu den Zwingern. Pass gut auf heute Abend, mein Junge. Ich habe von bösen Männern gehört. Oh, oh. Er ist ein guter Junge. Guter Junge, Justice. Ich mag Hunde nicht. Boreal ist mit allen im überschwemmten Bezirk. Ich bin also allein heute Abend. Was? Seht mich nicht so an. Hey Hündchen. Wir sollten uns an. Ja! Aus der Schusslinie! Du erschießt mich nicht, Mann. Thank you.
geöffnet wird, das riecht ein Hebel an der Seite. Ah. Welches ist das? F. F. F geht nicht. Das dürfte dann eh sein. Ja, da verstecke ich jetzt am besten schnell alle. Weil man sollte ja nicht rausfinden, dass ich jetzt wirklich hier bin. Das Schwert ist ja auch noch voller Dinge. Ah, jetzt hat's mich gerissen. Oh, dabei ist es eh nur der Hund in der Drecks. Kein Bock auf so einen Mist jetzt. Echt keinen Bock auf so einen Mist. Blöder Hund. Falls das überhaupt ein Hund ist, was ist das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. So wirklich wie ein Hund schaut das jetzt für mich jetzt auch nicht wirklich aus. Naja, nicht wirklich unauffällig. Ich will die Hunde aber jetzt nicht freilassen, Mann. Schauen wir mal. Houndcage Release? Nein, will ich ja nicht. Ups. Das siebte Gebot. La la la. To Main Hall. Jo Leute, ich würde mal sagen, ich mache jetzt wieder mal einen kurzen Cut und mache dann gleich wieder mit dem nächsten Part weiter. Also, bis gleich.